Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum vierten Teil der Serie Beautiful Code with Python. Was wir heute mal machen wollen, ist uns der Zahl Pi zu widmen. Pi ist ja diese Konstante, die das Verhältnis zwischen Durchmesser eines Kreises und den Umfang eines Kreises beschreibt. Also auf gut Deutsch, wenn man den Durchmesser mal 3,14159 und so weiter nimmt, dann bekommt man den Umfang eines Kreises. Und die Zahl Pi hat eben einige Eigenschaften. Warum beschäftigen wir uns heute mal mit dem Thema? Das hat den Hintergrund, dass jetzt vor kurzem ja der internationale Pi-Tag war, also der internationale Tag der Zahl Pi oder the International Pi Day. Das hängt damit zusammen, dass am 14. März der Tag immer jedes Jahr gefeiert wird. Und wie man halt weiß, im amerikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum wird zuerst der Monat geschrieben und dann die Tageszahl. Also der 14. März wird geschrieben 3.14, genauso wie 9/11 den 11. September beschreibt und nicht etwa den 9. November, ist 3.14 der 14. März. Und da die Anfangszahlen mit der Kreiszahl Pi zusammenpassen, wird immer am 14. März der internationale Tag Pi, von Pi gefeiert. Okay, jetzt wollen wir gar nicht Pi ausrechnen, das war ziemlich kompliziert. Da gibt es einige Methoden, um Pi auszurechnen und auf ziemlich viele Stellen hinter dem Komma auszurechnen. Was wir mal machen wollen, ist zu versuchen, die Zahl Pi zu visualisieren. Also aus der Zahl Pi ein Bild zu generieren. Da gibt es ganz, ganz tolle Ideen, wie man sowas machen kann. Wichtig dabei ist, dass man eine relativ genaue Zahl Pi bekommt, um die zu analysieren. Also nicht 10 Nachkommastellen, wie hier mal dargestellt, sondern nach Möglichkeit viel, viel mehr Nachkommastellen. Da gibt es Gott sei Dank eine Internetseite, die heißt AngioNet. Und die bietet die Zahl Pi mit 1000 Nachkommastellen, mit 10.000 Nachkommastellen, mit 100.000 Nachkommastellen oder wie hier mit 1 Million Nachkommastellen. Also man kann hier ganz schön runterscrollen und dann sieht man eben, dass es hier losgeht mit 3,14159265335589 und so weiter. Und die millionste Stelle ist dann die 1. Und dann, das sind die letzten drei Stellen der millionsten Stellen, 151. Ja, auswendig lernen wollen wir das jetzt mal nicht. Gibt es auch so einige Gedächtniskünstler, die sowas probieren. So, und jetzt Visualisierungen gibt es zuhauf, wie gesagt. Hier ist mal eine Seite von Blocks Scientific American, wo man verschiedene Visualisierungen sehen kann. Ich fand eigentlich diese hier sehr interessant. Die macht Folgendes. Die schnappt sich die Zahl Pi und sagt dann, sagen wir mal, wir fangen, wo fangen wir an? Ja, wir fangen mal hier an. Schnappt sich die Zahl Pi und sagt, okay, die erste Nachkommastelle ist eine 1, 3,1 und dann die nächste Nachkommastelle ist eine 4 und abhängig von der Zahl wird in einem bestimmten Winkel das Ganze gezeichnet, also quasi immer, ich sage jetzt mal 10 Pixel in die Richtung von 1 und dann wieder 10 Pixel in die Richtung von 4 und dann kommt übrigens wieder eine 1, also 3,141 und jetzt kommt eine 5. 5 und dann kommt eine 9. 9 und dann kommt eine 2. 2, 6 und dann kommt wieder eine 5. 5, 3, 5 und so weiter. Und das Ganze hier mal dargestellt mit 100 Nachkommastellen sieht das so aus. Und bei 10.000 Nachkommastellen sieht es dann so aus. Dabei wurde eben die Schrittlänge verkleinert, damit das überhaupt noch aufpasst. Und bei 100, 1 Million sieht es dann so aus. Und sowas mal nachzubilden, das ist jetzt die Idee. So, und wie sich das gehört,
Hier Dank an die Erfinderin, das ist Nadie Bremer. Hier mal ein Bild von Nadie Bremer, die hat sich das Ganze ausgedacht. Und eigentlich ist sie Astronomin, die an der Universität von Leiden in den Niederlanden graduiert hat und hat aber dann eben lange Zeit als Beraterin bei Deloitte gearbeitet. Und wer mehr wissen will, kann sich hier diese Seite anschauen. All diese ganzen Links, die ich jetzt hier gezeigt habe, stelle ich dann auch wieder in den Kommentar ein zum YouTube-Video. Insofern könnt ihr das dann direkt dort eben darstellen. Und jetzt eben die spannende Frage: Wie kriegen wir das alles hin? Wie kriegen wir so eine Visualisierung hin? Und dazu wechsle ich jetzt mal zu Visual Code. Also Visual Studio Code. Damit programmieren wir das Ganze. Und ich habe schon mal eine Textdatei abgelegt. Ich habe einfach das, was wir hier gehabt haben, komplett mit Steuerung A markiert, zwischengespeichert und als Textdatei abgespeichert. Und diese Textdatei habe ich dann genannt 1 Million Digits of Pi TXT. Das ist die Textdatei, die jetzt 1 Million Stellen enthält. Und das Erste, was wir erstmal machen müssen, ist, diese Textdatei zu importieren. Und das machen wir, indem wir die Textdatei öffnen und sie in einen String importieren. Und der String ist dann genau 1 Million Zeichen lang, beziehungsweise 1 Million und ein Zeichen lang, weil das 1 Million Nachkommastellen sind und die 3 ist aber noch mit dabei als eine Zahl vor dem Komma. Deswegen 1 Million und eine Stellen der Zahl Pi. Okay. Wie öffnet man eine Textdatei? Am besten macht man das mit dem Befehl with open. Open. Und jetzt wird gefragt, okay, wie heißt denn die Textdatei? Und Digits of pi.txt. Und dann wird gefragt, in welchem Modus möchte man die Textdatei öffnen? Möchte man sie im Schreib- oder im Lesemodus öffnen? Ich möchte sie im Read-Modus öffnen, also sage ich Read als Modus. Und das Ganze wird dann als File-Objekt angelegt. Also ich öffne diese Textdatei SF. Und dieses F ist dann das File-Objekt. Der Doppelpunkt bedeutet jetzt wieder nur, okay, alles, was jetzt eingerückt folgt, so ähnlich wie bei den Loops, die wir eingesetzt haben, bei den Schleifen, nachher sehen wir es auch nochmal bei Bedingungen. Alles, was jetzt eingerückt folgt, wird eben durchgeführt, während die Textdatei offen gehalten wird. In dem Moment, wo man die Einrückung verlässt, wird automatisch die Textdatei geschlossen. Es gibt auch diverse Möglichkeiten in Python, das sieht man auch immer wieder am Beispiel, wo man sieht Open F und da darf man auf keinen Fall vergessen, auch wieder Close F zu machen, weil ansonsten die Datei weiterhin als geöffnet definiert ist. Dann kann es zu irgendwelchen Problemen führen, wenn man auf die Datei zugreift. Und so weiter und so fort. All diese Probleme, dass man hier das Schließen der Datei vergisst, gibt es nicht mit dem with open Befehl. Und jetzt kommt eben die Einrückung und wir sagen, okay, der String, den ich jetzt anlegen möchte, das ist eine Variable Pi. Das nenne ich einfach jetzt mal Pi. Wir könnten auch Pi String sagen. Und dann gibt es ein Kommando, wie kann ich denn aus diesem Datei, Objekt etwas auslesen und besser oder einfacher geht es gar nicht als hier in Python. Das heißt einfach Read. So, in vielen anderen Programmiersprachen würde man sich jetzt schon die Finger brechen, weil ein Textstring nicht so ohne weiteres 1 Million oder 1 Million und ein Zeichen enthalten kann. Bei Python ist es anders. Also nur der Arbeitsspeicher setzt ein Limit für die Stringlänge. Das heißt, ich könnte auch 10 Millionen Zeichen in einen String reinsetzen oder 100 Millionen Zeichen, wenn mein Speicher das hergibt. Und 100 Millionen Zeichen sind, glaube ich, weiß ich gar nicht, was das ist, ein Megabyte, 100 Megabyte, weiß ich nicht, müsste ich nochmal ausrechnen. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Gigabyte drin, das sollte dann reichen. Und das war es eigentlich auch schon. Wir können jetzt mal schauen, indem wir uns mal dann anschauen, gib mir mal die Länge zurück von diesem String Pi, einfach mal zu kontrollieren,
ob das überhaupt funktioniert hat, was ich jetzt hier gemacht habe. Dann soll er unten in der Konsole im Terminal dann mal anzeigen, wie lang ist denn jetzt dieser String. Und das führen wir jetzt mal aus. Und da sehen wir hier das Ergebnis. Und da sehen wir 1.000.000 und 1. 100.000, ja, 1.000.000 und 1. Ne? Passt. Also schon mal ganz gut. Und wenn man dann nochmal genauer was wissen möchte und wissen möchte, okay, gib mir mal die erste Stelle von Pi, dann kann man das folgendermaßen machen, indem man halt sagt Pi. Und das Interessante bei Python ist, ein String ist nichts anderes als so eine Art Liste von Zeichen. Das heißt also, genauso wie wir das schon mal mit einer anderen Liste gemacht haben, dass wir einfach gesagt haben, okay, gib mir mal das erste Zeichen oder den ersten Eintrag einer Liste. Machen wir das hier genauso. Gib mir mal den ersten Eintrag der Liste vom Typ String. Und der erste Eintrag ist immer 0 indiziert. Das heißt also, wenn ich jetzt das erste Zeichen von Pi haben möchte, wäre das nullte Zeichen. Und ich möchte dann auch das letzte Zeichen haben von Pi. Und das ist das millionste Zeichen. Und jetzt würde jeder stocken, wieso? Da unten steht doch 1.000.001. Ja, aber von 0 bis 1 Million sind es ja auch 1.000.001. Weil man ja die 0 mitzählen muss. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal in die Ausführung. Und da sieht man, okay, die erste Zahl, die da auftaucht, ist die 3, weil Pi mit 3 anfängt, 3,141. Und die letzte Zahl, die da auftaucht, ist die 1. Und das kontrollieren wir jetzt nochmal, indem wir hier mal raufgehen und sagen, okay, zeig mir doch mal die letzte Zahl. Und das ist hier die 1. Kann man wahrscheinlich kaum sehen. Mach das mal ein bisschen größer. Okay, das letzte Zahl ist die 1. Und damit hätten wir den Beweis angetreten, wenn nicht zufälligerweise viele Einsen da vorkommen. Jetzt könnte man natürlich sich die letzten drei Zeichen anschauen. Das ist auch ganz interessant, wie Python das macht. Man kann nämlich Bereiche angeben. Man kann sagen, gib mir mal von bis. Das macht man mit einem Doppelpunkt. Und dann sagen wir, wir möchten ganz gerne die ersten 10 Zeichen haben. Von 0 bis 10, also sind es dann 11 Zeichen. Und das machen wir mal, bringen wir mal zur Ausführung. Und da sehen wir, dass hier unten auftaucht 3, also das Komma habe ich weggelassen. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3. Und interessant ist dann auch wieder, wie komme ich denn jetzt an die letzten 10 Zeichen? In anderen Programmiersprachen müsste man jetzt irgendwie sich die Länge holen. Also wie lang ist denn überhaupt der String? Wissen wir jetzt ja. Der ist 1.000.001. Und da müsste man sagen, okay, ich möchte von 1.000.001 minus 10 bis 1.000.001. Also in anderen Programmiersprachen würde man das folgendermaßen schreiben. Quatsch. 1.000.001 minus 10 sind 999.991 bis 1.000.123. 4, 5. Ich glaube, das passt so. Bis 1.000.000, ne? Ja. So würde man das machen. Ich führe das mal aus. Na? Ach, bis 100.000. Okay. Also hier muss ich noch eins mal darstellen. Jetzt nochmal. Und da sieht man, dass hier 577945815 auftaucht. 577945815. 577945815. Genau. Und die letzte Stelle sieht man nicht. Okay, also er selektiert immer von 0 bis 1 unter 10. Das ist also 0 bis einschließlich 9. Und hier von 999.991 bis unter 1.000.001, also bis 1.000.000. Und dann hat man hier immer die ersten 10 Stellen und die letzten 10 Stellen. So, das ist relativ kompliziert, weil, haben wir jetzt gerade schon gesehen, man vertackert sich hier ganz schön bei den großen Zahlen, muss ständig nachzählen, ob man die Anzahl der Nullen richtig hat. Und dafür gibt es jetzt hier auch in Python generell die Möglichkeit,
das etwas besser lesbar zu gestalten, indem man halt Tausendertrennung einsetzt. Und das funktioniert so, dass man hier einen Unterstrich einsetzt. Und hier halt auch. Und hier halt auch. Und schon kann man viel leichter erkennen, dass man hier wirklich 1.000.001 hat und hier wirklich 999.991 hat. Und das funktioniert genauso. Also wenn ich das ausführe, dann sieht man weiterhin die ersten 10 Stellen, die letzten 10 Stellen. Und das bietet sich immer an, wenn man große Zahlen hat, wirklich mit dieser Schreibweise zu arbeiten. Für Python ist dieser Unterstrich ein Teil eines Zahlformates. Also auf gut Deutsch, es könnte ein Integer sein, also eine Ganzzahl, oder ein Floating Point, also eine Fließkommazahl sein. Und dort kann man überall diese Tausender-Trennung einsetzen. Und trotzdem funktioniert es prima und man hat dann keinen Stress mit dem Nachziehen der ganzen Nullen. Richtig lustig ist es dann ja, wenn man in den Milliarden- oder Millionenbereich reingeht, dass man das dann entsprechend so schreibt. So, das wäre jetzt die Möglichkeit, die letzten 10 Zeichen darzustellen. Aber es gibt eine viel einfachere Möglichkeit. Finde ich auch ziemlich genial. Das sind sogenannte Slices, die wir hier uns rausholen. Also kleine Schnitte aus der Menge der Liste. Und hier holen wir uns mal einen Bereich raus. Statt sich eben ausrechnen zu müssen, was ist jetzt eigentlich nochmal 1.000.000 minus 10 und so weiter, kann man das auch so machen, dass man einfach sagt, pass mal auf, ich möchte die letzten 10 Zeichen haben. Du sollst also anfangen bei 10 Zeichen vorm Ende. Das ist dann minus 10. Wir haben ja oben angefangen bei 0, da fängt er eben an der ersten Stelle an. Wenn man mal minus 10 sagt, dann fängt er an der 10. Stelle vor dem Ende an. Und dann möchte ich bis zum Ende gehen. Und jetzt müsste ich schon wieder sagen, bis wohin denn, bis zum, und jetzt die letzte Stelle angeben. Wenn man nichts angibt, sondern einfach sagt Doppelpunkt und dahinter nichts angibt, dann geht er immer bis zum Ende. Und das war es dann auch schon. Also gucken wir uns das mal an. Und das gleiche Ergebnis. Er sagt jetzt hier die letzten 10, also er fängt bei der 10. Stelle vorm Ende an und geht bis zum Ende durch. Und dieses ganze Graphil, was man aus anderen Programmiersprachen kennt, dass man jetzt eben wieder mit Länge arbeiten muss und da rumrechnen muss, damit man das von hinten aufgezäumt bekommt, funktioniert hier so einfach. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir wissen jetzt, dass die Zahl Pi offensichtlich wunderbar in diese Variable Pi eingelesen wurde und jetzt in diesem String bereitsteht. Jetzt möchten wir ganz gerne Linien zeichnen. Und um überhaupt irgendwas zu zeichnen, wäre es, glaube ich, ganz gut, erst einmal ein Zeichenmodul zu importieren. Das macht man hier mit Turtle. Also ich arbeite mit der sogenannten Turtle-Grafik in Python. Und das ist ein Modul, das heißt auch Turtle Import. Turtle. Und damit wir nicht jedes Mal Turtle schreiben müssen, sage ich jetzt mal STU. Ja. STU. Das heißt, immer vor einem Turtle-Befehl muss ich ein TU schreiben und dann kommt Punkt und dann kommt die Funktion des Moduls. Ja, wenn man Turtle noch nicht installiert hat, dann würde das hier unten im Terminal mit dem Kommando pip install turtle funktionieren und dann installiert er eben das ganze Modul und alle Abhängigkeiten. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen, als wir die matplotlib installiert haben. Da ich das schon gemacht habe, mache ich das hier nicht nochmal. Und damit haben wir die Turtle-Grafik schon mal zur Verfügung. Und wir möchten ganz gerne jetzt eben Linien zeichnen. Wie machen wir das? Wir gehen jetzt einfach jede einzelne Zahl durch diesen String durch und malen, je nachdem, in welche Zahl es ist, mit einem bestimmten Winkel eine Linie, die mal wegen 10 Pixel lang ist. Und damit wir jetzt nicht 1.000.000 erstmal zeichnen, das dauert nämlich eine ganze Weile, da fangen wir jetzt erst einmal an und sagen, bauen uns hier eine Konstante und sagen, wie viel Linien möchte ich denn malen. Also sage ich 1 gleich, ich sage jetzt mal 100. Ich möchte erstmal 100 Linien zeichnen. Und dann sage ich eine For Loop. For, was machen wir? N, das ist einfach ein Zähler. In Range Lines.
heißt, er geht jetzt 100 mal durch, weil ja Lines 100 als 100 definiert wurde. Und dann sage ich, ich möchte ganz gerne eine Rotation aus. Also erstmal möchte ich mir ein Zeichen geben, nämlich das Ente-Zeichen in dem String. Und da sage ich, dass das Ding heißt Zahl gleich Pi und jetzt wieder n. Damit sage ich, hol mir mal das Ente-Zeichen aus Pi. Das Ganze ist aber noch ein String. Also die Zahl wäre dann vom Typ String. Das möchte ich aber gar nicht, weil ich damit rechnen möchte. Also sage ich vorher nochmal, wandle das mal in eine Integer um, also in eine Ganzzahl. Das ist Nummer 1. Damit habe ich die Zahl. Und jetzt möchte ich den Winkel haben. Da wir jetzt nochmal raufschauen, wie das gemacht wurde mit den Grafiken. Hier sieht man diesen Farbkreis ganz gut. Der fängt also bei 0 an und geht dann senkrecht nach oben. Und 1 ist hier irgendein Winkel, 2 ist irgendein Winkel und so weiter und so fort. Da man hier einen kompletten Kreis beschreibt mit 10 Zahlen von 0 bis 9 und da ein kompletter Kreis nun mal 360 Grad sind, müsste jeder Winkel 36 Grad sein. Das sind 36, das sind dann 72 und das sind dann schon wieder 78, 108 Grad. Deswegen erwischt man halt nie hier die 90 Grad, sondern erst wieder hier, wenn man 5 mal 38 hat. 5 mal 30 sind 150. 5 mal 8 sind 36. 5 mal 6 sind 30. 150 plus 30 sind 180. Das ist genau eine halbe Drehung. Also prima. Und wenn man das 10 mal macht, 10 mal 36, sind wir wieder bei 360 Grad und sind wieder hier oben. Also muss man 36 Grad mit jeder Zahl multiplizieren. Und das machen wir. Wir sagen einfach, die Rotation, um die es hier geht, ist gleich die Zahl mal 36. So, damit haben wir schon mal quasi die Gradzahl gesetzt. Und jetzt kommt der spannende Befehl, um die Linie schon mal sich, also die Richtung der Linie, die gezeichnet wird, zu bestimmen. Turtle, dieses Modul Turtle heißt nicht umsonst Turtle. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Programmiersprache Logo. Da gab es auch immer einen sogenannten Turtle-Modus, wo eine kleine Schildkröte über den Bildschirm lief und die konnte sich drehen und dann konnte sie einen Stift absenken und wenn sie sich dann nach vorne bewegte, dann malte sie eine Linie hinter sich her und dann drehte sie sich um eine bestimmte Gradzahl nach rechts und dann ging sie wieder um 20 Schritte nach vorne in diese Richtung und zog wieder eine Linie hinter sich her. Und das ist so diese Turtle-Grafik und genauso funktioniert es hier auch. Wir sagen jetzt der Turtle, also der Schildkröte, egal wo du gerade bist, rotiere mal in diese Richtung, genau in diese, auf diese Gradzahl. Und das funktioniert mit dem Befehl TU, weil wir ja oben gesagt haben, Turtle als TU. Und jetzt kommt der Befehl Set Heading. Das ist die Ausrichtung. Und das Ganze soll sich an der Rotation ausrechnen. Und dann, liebe Turtle, geh mal vorwärts. Und zwar 50 Schritte. Und das war's. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ganz zum Schluss, damit haben wir jetzt schon, weil es das dann ja 100 Mal wiederholt, würde er immer erst einmal diese Rotation machen, dann würde er 50 Schritte weit gehen, dann würde er wieder eine neue Rotation bei der nächsten Zahl sich schnappen oder wieder 50 Schritte weit gehen. Das Ganze funktioniert hier bei 100 Linien sehr, sehr schnell, sodass wir kaum sehen können, was für ein Ergebnis wir da haben. Und deswegen ist es ganz gut, wenn der Grafikbildschirm dann stehen bleibt. Da öffnet sich gleich ein Grafikfenster. Und das funktioniert mit Turtle Done. Und dann wartet er, bis eben tatsächlich das Fenster geschlossen wird. Und jetzt starten wir das Ganze mal. Und da sieht man jetzt, wie diese Turtle, das ist dieser kleine Pfeil, durch die Gegend flitzt
Und je nachdem, was wir dort eben an Zahlen haben, das Ganze ausführt. So, jetzt hat er hier angefangen und ist nach da gegangen. Das war die Zahl 3. Und dann kam eine 1. Und 1, 4. Also das scheint irgendwie alles gekippt zu sein. Und das liegt daran, dass hier diese Turtle in Python standardmäßig nach rechts ausgerichtet ist. Und um das Ganze nach oben auszurichten, dass also oben 0 ist, senkrecht nach oben ist immer die 0 und alles andere ist da nach rechts gedreht, gibt es hier einen bestimmten Modus. Und den schalten wir hier mal ein. Und der heißt Turtle Mode. Und zwar der von Logo. Das ist eben diese Programmiersprache, die ursprünglich mal diesen Turtle-Modus eingeführt hat. Und jetzt nochmal ausführen. Und jetzt sieht man auch tatsächlich, okay, hier hat er angefangen. Und jetzt kommt erstmal die 3. Und dann die 1. Und dann die 4. Und dann wieder die 1. Und dann kommt die 5. Und dann kommt die 6. Dann kommen wir 1, 4, 1, 5, 9, 2, 5, 9, 2, 6, 5 und so weiter. Also jetzt funktioniert das hier genau mit diesem Trans, den wir hier sehen. 3 wäre hier, 1 wäre da und dann die 4 hier. Und das sieht man hier ganz gut, indem man hier sagt, 3 wäre hier, 1 wäre da, 4 wäre da. Und dann kommt wieder die 1 und dann kommt die 5 und die 5 ist senkrecht nach unten. Und die 0 wäre übrigens senkrecht nach oben. Ich weiß gar nicht, wann meine 0 vorkommt. Und das wären unsere ersten 100. Wenn wir jetzt sagen, toll, prima, wir möchten aber nicht die ersten 100, wir möchten die ersten 1000. Jetzt mit dieser Schreibweise, damit wir uns nicht mit den Nullen vertun, dann geht das genauso gut. Und da sieht man eben, dass er jetzt hier eben 1000 Linien malt. Wenn man sich das Ganze so anschaut, dann sieht das ziemlich chaotisch aus. Daran sieht man auch schon, dass Pi irrational ist. Das heißt also, die Zahlen in Pi wiederholen sich nicht, sondern sie scheinen völlig zufällig aufeinander zu folgen und das geht unendlich weit. Und was man hier auch sieht, es gibt ein Programm, das nennt sich Random Walk, also der zufällige Gang oder der zufällige Spaziergang. Da ist es eben so, dass man einfach würfelt, wo die Turtle demnächst hingehen wird, wenn sie einen bestimmten Punkt erreicht hat. Und das hier sieht aus wie so ein Random Walk. Okay, was wir jetzt hier gesehen haben, er hat jetzt hier inzwischen 1000 Linien gezeichnet. Leider hat er irgendwie die Begrenzung verlassen, weil das hier nicht mehr raufpasste. Man kann das Ganze jetzt verkleinern, indem man sagt, geh mal nicht 50 weit, sondern geh mal nur 3 Schritte weit. Das ist dann Nummer 1. Und dann sieht man, dann wird es alles schon viel, viel kleiner. Das sieht dann aus wie so ein Knäuel. Na, vielleicht 3 ist vielleicht ein bisschen zu klein gewesen. So, aber was man hier auch schon erkennt, das kann ganz schön lange dauern, ne? Also wenn wir jetzt hier mal versuchen, 1 Million zu zeichnen, dann dauert das ja Stunden. Deswegen gibt es die Möglichkeit, erstens das Ganze zu beschleunigen und zweitens dieses Zeichnen, was wir hier sehen, abzuschalten. Und ich warte das hier gar nicht mehr ab. Gehe hier mal auf 10 und stelle jetzt die Geschwindigkeit mal hoch, sodass man eigentlich nicht mehr sieht, wie er das Ganze zeichnet. Und neben dem Logo haben wir jetzt Turtle Trace. Das ist nämlich diese Verfolgung. Und ach so, Tracer. Und sagen, ich möchte das gar nicht sehen. Also setzt eben den Tracer auf falsch oder auf untrue. Und wenn man es jetzt mal macht, dann sieht man, oh, das ging jetzt schneller. Also schlagartig ist die Grafik da. Was wir auch als Problem haben, ich gehe jetzt nämlich mal auf 10.000, dass irgendwann die Grafik den Bildschirm verlässt und wir gar nicht sehen, was jetzt hier links oder was da drunten und so weiter stattfindet. Aus dem Grund erhöhe ich jetzt mal
die Größe der Zeichenfläche und macht die so groß, dass es auf jeden Fall raufpasst. Turtle Screen Size, ich sag mal 1200. Und ich möchte als Hintergrund, als Hintergrundfarbe schwarz haben. Nummer 1. Und dann ist es noch so, ich möchte ganz gerne, dass die Turtle keine schwarze Linie hinterher zieht, was ein bisschen ungünstig wäre beim schwarzen Hintergrund. Deswegen sage ich, nimm doch mal eine andere Farbe, wenn du die Linie zahlst, und das ist dann die Linie zeichnest, das ist dann die Pen Color. So, und dann sieht das Ganze so aus. Und da sehen wir, na toll. Ah, hier kann man sogar hin und her scrollen. Also passt zwar immer noch nicht, weil es hier unten das Ganze verlassen hat, aber wir könnten jetzt eben das Ganze erhöhen und sagen, ich möchte nicht 1200 mal 1200, sondern ich möchte 3000 mal 3000. Na, das hat ja prima geklappt. Haben wir 3000 mal 3000, können hier hin und her scrollen und können dann sehen, wie er dann tatsächlich sich auch komplett darstellt und das Ganze auch noch mal groß darstellen. Und da sieht man, aha, so in etwa sieht das Bild aus mit 10. Mit einer Schrittweite von 10. Würde wahrscheinlich aber für 1 Million immer noch nicht ausreichen. Jetzt machen wir mal 100.000 und reduzieren die Schrittweite auf 5. Ja, jetzt merkt man schon, da arbeitet er ein wenig. Also ganz schlagartig ist dann nicht mehr. Und hier haben wir das Ergebnis. Und das sieht schon so ein bisschen nach Fraktalen aus. Ne? So, und was wir vorhin gesehen haben bei der Grafik von der Nadie, ist, dass sie angefangen hat, die Farben zu verändern. Also sie fängt, glaube ich, mit Gelb an. Und dann verändert es sich langsam in Grün. Hier zum Beispiel mit 1 Million. Und das versuchen wir jetzt auch mal, indem wir die Farbe ändern, die Pen Color ändern. Und deswegen sagen wir nicht mehr Red, sondern jetzt möchten wir ganz gerne Rot, Grün, Blau als Werte angeben, also als Zahlwerte. Und dazu gibt es einen speziellen Modus, den man erst einmal einstellen muss, damit man nicht mit diesen Namen in der Farben arbeitet. Der heißt Color Mode 255. Das bedeutet, ich kann jetzt für jede der drei Grundfarben von 0 bis 255 Farben angeben. Und ich möchte das machen, indem ich halt sage, okay, ändere hier die Farbe, aber immer nur dann, wenn du 255stel von den Linien gemalt hast. Also wir haben ja hier 100.000 Linien und ich möchte immer dann, wenn wir davon ein 255stel gemalt haben und in den nächsten Abschnitt mit weiteren 255stel Linien kommen, alle 255stel Linien die Farbe wechseln. Und dazu rechne ich mir hier oben einfach mal aus, was das eigentlich heißt. Das heißt, ich sage, hier muss ich das ausrechnen, ich sage immer dann, gib mir erstmal 255stel der Linien, also 1 durch 255. Das heißt, also das ist die Schrittweite, immer dann, wenn wir diese Schrittweite erreicht haben. Und dann möchte ich ganz gerne dieses n, was da läuft, durch diese Schrittweite teilen. Das heißt also, wenn n 0 ist, dann teile ich 0 durch, was weiß ich, 10.000, und das ist dann immer noch 0. Aber wenn dann irgendwann n durch bei über 10.000 angelangt ist,
dann geht n auf 1 und wenn es bei 20.000, dann geht n auf 2 und so weiter und so fort, bis es dann irgendwann bei 100.000 ist. Und dann sage ich eben einfach, okay, teile also n durch diese Schrittweite. Und das Ganze in Klammern. Und das ist, das sollte immer eine Ganzzahl sein. Also wandeln wir das von einer Fließkommazahl in eine Ganzzahl um. Und das ist die Farbe. Das ist ein Farbwert. Das ist die Rechnung, die wir jedes Mal machen. Und dann alle 255stel ändert sich dann die Farbe, indem wir dann hier sagen, okay, Turtle Pen Color ist jetzt, und jetzt sage ich mal 255, 255, Color. Das hat den Vorteil, dass wir jetzt mit Gelb anfangen, weil am Start ist es dann Rot ist 255, Grün ist 255 und Blau ist 0. Und später wird dann Blau auf 1, auf 2 bis zu 255 gesetzt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich die Farben da verändern. Ja. Und da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das jetzt besonders hübsch ist. Aber irgendwie scheint sich das Gelbe, das rein Gelbe, langsam in ein Weiß zu verändern. Kann man so machen. Finde ich aber nicht so schön. Deswegen sage ich, okay. Dann sagen wir gleichzeitig, während eben das eine, der Blauwert langsam von 0 auf 1, auf 255 geht, geht RG, der Grünwert langsam von 255 auf 0 zurück. Und wie sieht das dann aus? Ah. Deutlich netter, ne? Also hier hat man eben tiefgelb ist der Beginn und dieses lila ist dann das Ende und alles dazwischen ist langsam der Übergang. Da sieht man eben, dass es hier mit Gelb angefangen hat, sich dann hier runtergeraffelt hat, dann hier weiterging, hier nach oben, sich dann langsam zu diesem lila und hier endet es dann. Das ist quasi jetzt das Ergebnis. So, ja, was man hier sieht, ist aber eben auch, man muss immer ein bisschen warten, bis tatsächlich dann das Ergebnis auftaucht. Und ich möchte ganz gerne zwischendurch immer mal ein Update sehen, damit man eben nicht sagt, oh, ist das Programm jetzt abgestürzt, sondern alle, keine Ahnung, eine Sekunde, zwei Sekunden möchte ich ganz gerne eben einfach sehen, dass da weitergearbeitet wird. Und deswegen sage ich immer dann, alle 10.000 Schritte, zeige ich mir mal kurz ein Update an von deinem, von deiner Grafik, die du da erzeugst. Und das funktioniert, indem ich halt mir das n schnappe und sage, wenn n, und jetzt kommt ein Modulo durch 10.000 gleich 0 ist, jetzt kommt wieder der Block, Doppelpunkt, alles was jetzt eingerückt ist, wird, wenn die Bedingung zutrifft, dann hier ausgeführt, das heißt dann TU Update. So, das muss man jetzt mal erklären. Also er sagt, nimm n, n geht von 1 bis 100.000, teile n durch 10.000 und schau dir an, was bei der Teilung durch 10.000 als Rest rauskommt. Also wenn n 0 ist durch 10.000, dann kommt, glaube ich, als Rest, gute Frage, 0 raus. Und dann macht er ein Update und dann kommt n 1 durch 10.000, dann sagt er, Rest ist 1 und macht nichts. Und das macht er so lange, bis er bei 10.000 ist. Wenn 10.000 durch 10.000 geteilt wird, dann sagt er, der Rest dieser Division ist wieder 0 und dann macht er wieder Update. Und der Witz dieser Funktion Modulo, nämlich den Rest einer Division zu prüfen, besteht darin, dass wir hier die Schrittweite eingeben können. Alle 10.000 Schritte gibt es ein Update. Und dann kann er erstmal wieder 10.000 im Hintergrund malen, was deutlich schneller geht als das, was wir bisher eben im Zeichnen gesehen haben mit dem Tracen. Ja, das gucken wir uns auch mal an, wie das dann aussieht. Und da sieht man, ah, hier kann man richtig fast schon zugucken, wie die einzelnen Bestandteile auftauchen, ne?
Ziehen wir größer. Und da sieht man eben, wie er immer Zehntausende Einheiten darstellt und hier offensichtlich fertig ist. Und das war, so kann man dann auch verfolgen, in welcher Reihenfolge er durchgeht. So, und ganz zum Schluss schließlich machen wir mal die 1 Million. Pi grafisch aufbereitet mit 1 Million Stellen aus. Schön wäre es natürlich, wenn man das Ganze jetzt auch noch als Bild insgesamt abspeichern kann. In dieser hohen Auflösung. Das funktioniert auch tatsächlich. Das Turtle-Modul bietet die Möglichkeit, das Ganze als Postscript abzuspeichern. Und das machen wir hier mal, indem man dann sagt, okay, das Ganze Turtle get canvas. Damit holt man sich quasi die Zeichenfläche und das Ganze als Postscript-Datei wird dann geschrieben und hier sagt man, wie soll die Datei heißen? Ich habe das jetzt mal PyPicture genannt. Postscript. Und dann schreibt er direkt nochmal eine Datei in das Verzeichnis, das aktuelle namens PyPicture. Kann man uns gleich hier mal angucken. Ich gehe jetzt hier aber mal auf, ja, sagen wir 100.000. Dann geht es ein bisschen schneller. Ja. Und dann sieht man hier, dass er die Datei geschrieben hat. Und die kann man dann in einem Grafikprogramm öffnen und dann umwandeln in JPEG, PNG oder sonst irgendwas. Und dann hat man die ganze Ausgabe dann auch nochmal abgesichert. Ja, sehr viel mehr gäbe es gar nicht mehr dazu zu sagen. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist das das ganze Programm. Vielleicht nochmal Formatierung, Steuerung Alt F. Formatiert das Ganze dann noch mal ein bisschen hübsch, dass entsprechend Leerzeichen und sowas eingesetzt werden nach diesem Linter. Und das soll es gewesen sein. Mal die Umsetzung der Grafik von Nadie Bremer in, weiß ich gar nicht, wie viel Zeilen Code das jetzt waren, vielleicht 20. Und das Ganze gibt es dann auch wieder auf GitHub. Da liegt dann auch die Textdatei 1 Million Digits of Pi in dem Verzeichnis und dann kann sich das jeder runterholen beziehungsweise eben selbst auch mal experimentieren, wie das Ganze mit 10 Millionen, mit 100 Millionen. Es gibt glaube ich auch 1 Milliarde Zeichen von Pi, die man dann darstellen kann und das kann man dann als Poster irgendwie dann veröffentlichen und hat dann eben die Zahl Pi in einem Bild dargestellt. Fand ich total spannend. Und insofern viel Spaß beim Experimentieren mit der Turtle-Grafik unter Python und ja, wieder bis zum nächsten Mal. Bis denn, ciao.